What's going on right now? Servus, hallo, grüßt euch. Hier ist der Olli. Warten wir einen kleinen Moment, bis wir ein paar eingeschaltet haben und dann legen wir los. Ich habe ein paar besondere Gäste dabei und da haben wir schon den Schumi. Servus, grüß dich. Und jetzt komme ich gleich ins Bild und dann legen wir los. Zu dritt sind wir. Und es werden wahrscheinlich 30 heute. So, einmal die Kamera runter, da vorne liegt meine Kamera. So, ich komme ins Bild. Maus, komm her. Setz dich mal dahin. Sag mal zur Kamera, servus, grüßt euch. Sag hallo. Hi. Hi, gehst du heute mit dem Daddy und mit dem Bill auf eine Tour? Ja. Hey, der Bill, den brauchen wir auch noch. Bill, komm rein. Liebe Leute, ich darf heute jemand besonders vorstellen. Mein Kollege und Freund Bill Auer. Aus München, Schwabing. Aus München, Schwabing. Und der wird uns nachher erzählen, ob es stimmt, dass in Schwabinger Kneipen steht. Der Bill ist Tourguide. Der ist gerade mal 60, ne? Ein paar Jahre älter als ich. Oder Bill? Du bist so um die 60, gell? So um die 60. Das hört sich gut an. Genau. No, my daddy is bigger than that. Oh, ich bin größer als der Bill, genau. Und mit dem Bill sind wir ein wenig unterwegs. Du hast eine Facebook-Seite, eine Webseite, die heißt New York auf Deutsch, gell? New York auf Deutsch, genau. Genau. Und Bill habe ich kennengelernt durch die Guides Association. Die Zoe habe ich kennengelernt am 1. Oktober vor 5 Jahren, denn das ist meine Tochter. Magst du noch kurz was trinken, Zoe? Nein, okay. Ich habe meine Kamera dabei. Wir werden ein bisschen Bilder von euch für euch machen und in Kürze können wir sehen, ob ihr Kommentare abgebt oder nicht. Und dann, ja, viel Spaß. Wir machen uns einmal hier bei dem alten World Trade Center auf den Weg, gell, Bill? Dann machen wir einen kleinen Spaziergang. Eventuell. Ich kenne die Gegend eigentlich seit 62. Ich war da hier unten, habe gearbeitet an der Wall Street. Ja. Wir sind angefangen haben, die Gegend abzubauen für das erste World Trade Center. Da waren ein paar Straßen da, ein Haufen Häuser, alles abgerissen worden. Und es war ein Riesenloch für Jahre. Bis der World Trade Center fertig war, so ungefähr 10 Jahre später. Ja, und ich war dann da 2005, da war auch ein Riesenloch, ne? Ja, krasse Sache. So, schauen wir mal, wie viele dabei sind. 23 haben wir. Einmal hier noch die Reflexion, dieser Wahnsinn, gell? Wenn man da reinschaut, da seht ihr den World Trade Center Tower. Servus M, servus Anna, hallo Markus. Und jetzt drehen wir uns langsam rum, so ich spring runter, sodass wir einen kleinen Spaziergang mit dem Bill machen können. Auf geht's. Komm runter, Maus. So, Bill, da drüben die Ampel, nimmst du die Zoe an die Hand. Komm mit, spring runter. Oh, da schau sie an, ne? Der Bill, der Held. Auf geht's, gib mir auch einen Finger. Die Ampel ist grün, Zoe. Und da gehen wir mal rüber, da drüben, Bill, da bauen sie doch jetzt den Zweierturm vom World Trade Center, gell? Den zweiten Turm? Genau, der Zweierturm wird hier gebaut, der so farbig ist. Und dann wird da hinten gerade was gebaut. Das seht ihr, das ist im Bau. Das ist dieses PAC oder Performing Arts Center. Was ganz cool ist, ist hier noch, Bill, wenn du da hochschaust, gell, und reinzoomst, da hat es da oben den One Wanderbild. Schauen wir mal, ob wir reinzoomen können. Da in die Schlucht geschaut. Da ist der One Wanderbild. Da war mal gestern, war ich da mit dem Auto vorbei. Der steht neben dem Grand Central an der 42. Da ist es, ja. Das ist One Wanderbild und da haben wir das Leonard Building, das aussieht wie so ein Jenga-Turm. Das hatten wir letztens dabei bei dem Livestream, wo wir beim Ghostbusters waren. Und dann das Longline Building, das ist auch ein cooles Gebäude. Aber jetzt gehen wir erstmal am Biergarten vorbei. Auf geht's, Zoe! Hallo, komm, so, komm aus. Ja, we are tour guides, my friend. Oh, thank you. There you go. So, da drüben haben sie jetzt was Cooles hergebaut, ne? Ein Biergarten. Ah, da schau her. Super, Zoe. Schau mal da. Also da ist ein Biergarten. Der schreibt sich G-A-R-D-E-N. Und wenn wir uns jetzt nochmal rumdrehen, da haben wir da hinten, Bill, einen... Schau mal da, Zoe, da ist ein Friedhof da drüben. Der Friedhof, der sich da versteckt. Servus Silvia, servus Claudia. Und das ist die St. Paul's Kirche. Das ist die Kirche, wo der George Washington, wie der in New York war, als Präsident, da ist er mit seiner Frau am Sonntag zur Kirche gekommen. Ja, ja. St. Paul's Chapel. Servus Heike.
Also da gehen wir jetzt nicht hin, sondern wir laufen einfach mal da runter. Ja, Zoe. Da bauen sie ein riesengroßes Hochhaus her. Siehst du das Hochhaus da vor uns? Zoe, das da, siehst du das? Das nennt sich der 1er-Turm vom World Trade Center. Der ist ganz, ganz hoch und so hoch waren damals, oh, der ist gesperrt, müssen wir da rum. Komm mit. Gesundheit. So hoch wie der Turm waren damals die Türme, wo die Flieger reingeflogen sind. Das habe ich dir erzählt, gell? Daddy. Ja, bitte. Da drin, da ist die Path Train, da waren wir gerade in der U-Bahn. Ist das Air Conditioning? So, und da drüben, da haben wir noch was. Da sind sie gerade am Arbeiten. Springst du runter? Was? Kannst du allen zeigen, wie gut du springen kannst, ohne hinzufallen? Hopp, spring! Hopp, jump the world, sage ich da nur, ne? Das ist die Zoe, meine Tochter. So, da drüben das Gebäude, das ist der Oculus, Bill, gell? Ja, der Oculus ist im Prinzip eine Endstation für eine Bahn, die kommt von New Jersey, die ist zweispurig und das Ganze hat 4 Milliarden Dollar gekostet. Genau, Zoe, schau mal da drauf. Ja, 4 Milliarden, ja. Also da sieht man jetzt, wo wir sind. Wir stehen vor dem 2er-Turm, der im Bau ist. 7er-Turm hat man gerade gesehen. Der 1er-Turm ist der One World Trade. Dann haben wir das PAC, das Performing Arts Center, den Oculus. Der 3er- und 4er-Turm, die stehen schon. Der 5er-Turm, der wird noch gebaut. Die bauen wirklich nochmal was her, oder? Ja, die bauen daher, den 2er-Turm. Und da haben wir das 9/11 Memorial. Das ist da, wo die Twin Towers standen, gell? 20 Jahre ist das jetzt her. Gib mir eine Hand. Und da haben wir ganz coole Gemälde hier an dieser Wand. Du, mir essen was in so einer halben Stunde, okay? So, da drüben, da haben wir Brookfield Place. Das sind da coole Gebäude. Ja, der Turm vor uns, der ist so um die 180 Meter hoch. Und da haben wir jetzt dieses PAC, dieses Performing Arts Center. Und liebe Leute, wenn euch gefällt, was wir machen, schickt uns Likes, Daumen hoch. Das wäre super. Und die Zoe zeigt euch jetzt, was man macht, wenn wir Polizisten sehen. Maus, da vorne sind Polizisten. Was sagt man da? Thank you for your service. Genau. Ja, willst du zu den Polizisten hingehen? Don't wear it out. Da bist, na, die Maus braucht es. Auf Gehirn. Und sag thanks for your service. Thank you guys. Sau, das war doch jetzt echt lieb. Ja. So, da drüben, da ist dieses PAC, dieses Performing Arts Center. Wie gesagt, heute sind wir auch bei einer All-Day-Tour. Zoe, was willst du? Hier, die Zoe, die hat nämlich vorhin schon was bekommen von den Polizisten. Zeig's ihm. Und das zeigt sie jetzt ganz schön. Zeig, du, say, look at this. Pass auf. Ja. Das ist vielleicht das Wort, der WTO. Das ist das PAC. Das ist das Performing Arts Center. Ja, ich weiß schon. Und da ist da unten also ein Bild. Von dem WTO bin ich gar nicht scared. Ja, ja. Ja doch, der wird da gebaut, ne? Das heißt, wenn man lange nicht mehr in der Stadt war, sind es manchmal Sachen, die man selbst als Tourguide nicht weiß. Und die man dann lernt, ne? So. Okay, Maus, auf geht's. Hey, Joy. Da hat die Zoe. Zeig mir mal, was du hast in der Hand. Zeig mir was. Nee, zeig's mir. Zeig's mir. Wow, cool, Zoe. Auf geht's, gehen wir da rüber. Da machen wir das Beutel. So, dann machen wir noch einen Blick hier rüber auf diesen Oculus. Ich meine, das sieht schon hammermäßig aus, oder? Was das genau darstellen soll, verraten wir euch erst bei einer Tour. Denn es ist nicht das, was ihr auf den ersten Blick seht. Und es ist nicht das, was ihr am zweiten Blick denkt zu sehen. Zoe. Zoe, da gehen wir rüber, komm raus. Zoe. Da komm ich drüber. Da kommen keine Autos her. Ja, aber trotzdem. Und interessant zu sehen ist, das Memorial ist jetzt auch wieder offen. Das war bis vor kurzer Zeit, war das abgesperrt. Das habe ich vorhin Bill erzählt. Da, wo die Twin Towers standen, da schauen wir uns jetzt mal den Wasserfall an. Wir essen was in einer halben Stunde. Wir schauen uns jetzt erstmal einen Wasserfall an. Kommen wir mit. Und die haben auch keine Schilder mehr, dass man hier Masken tragen muss. Ja? Oh, da vorne liegt's. So, die Zoe ist hungrig. Ne? Gestern habe ich ein Bo dabei gehabt. Bill, bist du auch schon hungrig?
Geht, geht. Es geht, okay. Mäßig, mäßig. Zoe. Die Zoe, ne? Der Unterschied ist natürlich ein ganz großer, von 3,5 zu 4,5, fast 5. Ja, das ist... Die Maus, die kann ich einfach jetzt so rumlaufen lassen. Jetzt schauen wir mal davor zum Memorial. Das ist natürlich an diesem 11. September, 20 Jahre nach den Anschlägen, ein, mit der Situation in Afghanistan, ohne groß politisch zu werden, ein ganz anderes, eine ganz andere Aussagekraft nochmal hat. Ja? Da vorne sind ein paar Rosen, schau mal an, Maus. Bill, lauf mal davor zu der Rose. Ha? Zu der Rose, die da ist. Komm mit, so. Oh, jetzt steht ein Mädel da vorne. Das schaut besser aus wie ich. So, wenn wir uns das anschauen, da sind wir jetzt an diesem 9-11 Memorial. So, ich komme her. An dem nördlichen Tower, das ist dieser nördliche Wasserfall. Das heißt, nicht hochklettern, gell? Da kannst du ins Wasser langen da unten. Wenn man da unten reinlangt, da kann... kannst ins Wasser langen, genau, und das heißt reflektierende leere Wasserfälle, denn diese Wasserfälle reflektieren den leeren Himmel. Wenn ihr das anschaut, genau, ja, komm her auf den Arm, so, Achtung, und wenn man jetzt da runter schaut, da hat man diesen Grundriss des nördlichen Towers und ihr habt, da fällt das Wasser rein. Und da haben wir hier Rosen und die Rosen sind bei Menschen, die heute Geburtstag gehabt hätten. Also der Joseph Albert Corbett, der hätte heute Geburtstag gehabt. Ins Wasser können wir nicht. Oder unten kannst du reinlangen. Der hätte heute Geburtstag gehabt und dementsprechend ist die Rose da und es sind 2977 Menschen, die an dem 11. September ums Leben kamen 2001. Letztendlich sind 6 mehr hier angeschrieben. Das sind die Personen, die in der Tiefgarage ums Leben kamen. Ha? Die Personen, die in der Tiefgarage ums Leben kamen, 8 Jahre vorher. Aber auch die Personen vom Pentagon und die Personen von Pennsylvania, die sind auch da. Weil genau, die sind mit angeschrieben von den Fliegern. Das ist das offizielle Denkmal in Amerika. Genau, so schaut's aus. Komm mit, Zoe, laufen wir mal davor. Da, wenn du da mal hinüberschaust, schneit, ist das Heubrunde. Das Heubrunde ist, das heißt der Palm Garden. Das ist ein Garten innen und der ist wunderbar, speziell im Winter ist der wunderbar, da gibt es Vorstellungen und alles Mögliche. Genau, dieser Palmgarten oder Wintergarten mit deutschem Glas wurde der gemacht. Komm mit, Maus. Und da vorne, da hat es ein Museum, dieses 9-11 Museum. Und da passiert jetzt was ganz Interessantes, wenn man ganz nah an diese Wand hingeht und dann machen wir uns an den südlichen der beiden Wasserfälle. Auch den schauen wir uns an. Und dann machen wir uns noch zu der Königssphäre. Komm mit. Ja. So, schau mal da vorne. Schau mal da vorne. Da vorne ist das Museum, Zoe. Und wenn man da ganz nah, wenn man da ganz nah hinläuft, da spiegeln wir uns jetzt zum einen. Schau mal da durch das Glas, Zoe. Geh mal ganz nah hin und schau mal, was ihr da sehen könnt. Zum einen uns, zum anderen, wenn man nah genug hingeht, was siehst du denn da, Maus? Da sieht man Holiday Tours und da sieht man, wenn man nah genug hin kann, es funktioniert jetzt nicht wirklich, würde man die Träger sehen. Mal schauen, ob das mit dem Schatten geht. Das sind keine Tiere drin, das sind große Stahlträger und wenn man hier abends herkommt, dann ist diese Reflexion hier weg, die jetzt natürlich der Hammer ist. Und da sieht man zwei Träger, die man hier durchs Glas ein bisschen erahnen kann. Seht ihr das? Diese drei Dinger, die da in den Himmel gehen. Das ist so eine Wahnsinnsreflexion, genauso da. Wenn man da reinschaut, da hat man hier so ein Wahnsinnsreflexionsbild. Und ihr wisst ja, ich liebe Reflexionen. Entweder wenn eine Pfütze irgendwo ist, dann muss ich ein Bild machen. Oder eben hier diese Reflexion, die ist der Hammer. Das ist ein ziemlich cooler Blick mit dem Oculus und dem Stück von dem Genau, also da haben wir wirklich einen ganz tollen Blick. Schau, Bill, diese Reflexion, die hier drin ist, das ist der Hammer. So, dann machen wir uns zu dem
nördlichen Wasserfall zum südlichen. Einmal kommen wir noch kurz ins Bild, dass ihr wisst, mit wem ihr unterwegs seid. So, liebe Leute, also ich bin der Olli von Holiday Tours, mit der besten Tourguide in der Stadt. Dann haben wir den Bill Auer von New York auf Deutsch, und dann haben wir die Zoe heute dabei, meine Tochter. Und wir zeigen der Zoe heute das 9/11 Memorial bei einer Kindertour quasi. Und Bill, jetzt machen wir uns rüber zum südlichen, oder? Genau. Und da haben wir Zoe, du hast es toll gemacht. Thanks for your service, hast gesagt, und hast das bekommen, gell? Ja. Super. Nimmst du es in die Hand oder soll ich es nehmen? Ja. Ich? Okay. Und farblich sind wir natürlich total abgestimmt. Okay, oh, Finger weg. Finger weg. Ich stehe auf meine Gnirsand, Zoe. Da. Nimm deine Fingernagel-Ding hier. Okay. Wir essen gleich was. So, drehen wir uns hier einmal rum. You hungry? Hier, you can show my finger. So, die Zoe ist hungrig, ne? Why not? So, auch da drüben, ihr merkt schon, der 11. September kommt immer näher. Und bitte sagt uns, dass es vom Ton und vom Bild passt. Die sind schon fleißig am Aufbauen. Die haben hier wahrscheinlich immer mal wieder eine Übertragung, jetzt gerade auch mit der Situation in Afghanistan, mit dem Abzug, vielleicht am 31. Es ist eine ganze krasse Sache. Ich glaube, da ist wenig, weil high wird wenig sein. Also dieses Jahr, ja. Ich glaube nicht, dass der Hype los ist, higher. So, jetzt sind wir hier am südlichen der beiden Wasserfälle. Viele Leute wissen nicht wirklich, dass es zwei Wasserfälle gibt und die bleiben auf der anderen Seite stehen. Okay. Das ist das südliche, aber da vorne, da hinten, die Kuppel, die weiße Kuppel. Genau, drauf. Das ist die Kirche. Das ist eine griechische Kirche, und die wird aber nie fertig werden, weil die sind 20 Millionen Dollar sind momentan im Loch. Wahnsinn, gell? Einer der interessantesten Blicke, den hat man dann hier, wenn man hier drauf zuläuft. Und liebe Leute, wenn ihr hierher kommt und euch das wirklich anschaut, bitte nicht mit dem Hintern auf diese Namen drauf gehen, weil das sind letztendlich ja alles Menschen, die ums Leben kamen. Von daher schaut man sich das respektvoll an, und das machen wir. Und auch hier habt ihr wieder zum einen Informationen zu Menschen, wo die waren im Flug 175. Dann haben wir nochmal Rosen, auch die hätten heute Geburtstag gehabt, ja. Die haben sich quasi nie gekannt. Und dann gibt es hier gut 400 Bäume, die gebaut sind, und einen besonderen Baum. Schau mal darüber, Zoe. Der Baum, der hat, was hat denn der außenrum? Der Baum ist ein Sellerie-Birnbaum. Und der Baum ist der sogenannte Survivor Tree oder Überlebensbaum. Und dieser Survivor Tree, der war auf dem Gelände, dem World Trade Center Gelände, gestanden und wurde in den ganzen Trümmern wieder gefunden, und dann hat man ihn aufgepäppelt, und ihr könnt sehen, wo er quasi Vitamine gespritzt bekommen hat. Wenn man nah hingeht, sieht man überall die Löcher, und da hat man ihn, wir gehen gleich zum Essen, Maus, und da hat man ihn aufgepäppelt. Schau mal, die Blumenmaus, das ist ganz toll, gell, dass sie da Blumen gelegt haben. Und so ist er ausgetrieben, dieser Sellerie-Birnbaum. Die schönste Jahreszeit ist der Frühling, wenn der Baum schön blüht. Und dann gibt es noch eine tolle Jahreszeit, der Herbst, wenn der Baum ganz rot ist. Und schau, laufen wir da einmal außen rum. Zoe. Und da stehen ein bisschen die Informationen. Also Sellerie-Birnbaum, ne? So schaut's aus. So, dann machen wir uns rüber, denn da gibt es noch was Interessantes, und dann gehen wir Pizza essen und melden uns später nochmal bei euch. Wir werden jetzt einmal noch in diesen Friedensgarten gehen. Bill, da gehen wir da hinten die Treppe hoch, oder? Auf der rechten Seite. No problem. Ja, das ist was Neues für Pizza. Mich, da war ich noch nicht oben. Schau, dieser Friedensgarten da oben hat zum einen die Königsfähr von dem in Würzburg gebürtigen Fritz König, die zwischen den Twin Towers stand. Du, Maus, wir gehen zum Essen, du hast erst gefrühstückt, jetzt gehen wir da rüber und dann gehen wir Pizza essen, okay? Da laufen wir einmal da drüben noch rüber, und da oben seht ihr diese Königsfähr.
Und zum anderen hat es da noch ein interessantes Bild von einem Soldaten, nachdem die Anschläge waren, haben die Amerikaner damals eine... Da kommst du nicht durch, da musst du ganz rumgehen. Na, wir gehen da vorne hin und dann gehen wir nach links. Was habe ich denn gerade gesagt, Maus? Ich habe gesagt, wir laufen jetzt zur Pizzeria, okay? Die Zoe ist hungrig. Wenn ihr uns ein Stück Pizza spendieren wollt, könnt ihr gerne machen. www.buymeacoffee.com/holidaytours. Mach ein Bild von dem. Und da ist auch interessant, diese Schleusen. Gell? Das sind die Sperren, die Straßensperren, damit man nicht reinkommt, wenn irgendwann einen Lastwagen hat, mit denen mit. Okay? Ein bisschen spät natürlich, das hätten sie vor 25 Jahren machen sollen. Ja. Schau mal, da ist ein Hund. Das ist ein Polizeihund. Jetzt schauen wir mal, wer zuerst die Treppe hochrennt. So, bist du schneller die Treppe hoch? Let's go. Okay, machen wir Wettrennen, ne? Ich glaube, ich gewinne. Oh. Oh nein, ich werde überholt. Da kommt die Zoe von hinten. Achtung, renn. Hopp, hopp. Du bist die Erste oben, oder? Und da rennt sie, hopp. Die letzten Stufen. Da hat sie es geschafft. So, jetzt haben wir hier diesen interessanten Blick auf diese Königsfähr, die von dem deutschen Fritz König entworfen wurde, die zwischen den Twin Towers stand und dann unten im Süden war, in dem Battery Park. Zum anderen haben wir hier den Blick rüber auf das Memorial. Das ist natürlich im Winter. Ein Blick auf die zwei großen reflektierende leere Wasserfälle. Ihr habt die ersten 12, 13 Stockwerke von dem Einserturm, ein kompletter Betonkern und dann der Blick hier nach oben. Wahnsinn. Und schau, da macht der Bill jetzt auch noch ein Bild von dieser Sphäre. Und wenn wir da rüber gehen, da haben wir was ganz Interessantes. Maus, da ist ein Pferdli da drüben. Kommst du mit? Und dann gehen wir Pizza essen. Weil dann sagt man zu euch Servus und Ciao. Wir gehen Pizza essen und kommen nachher nochmal zurück. Von wo? Das wird noch nicht verraten. Also da habt ihr diese Königsfähr. Wir gehen gleich was essen. Und hier drüben, da ist ein ganz interessantes Memorial, gerade zur jetzigen Zeit. Ganz besonders. Da gibt es auch einen Film, der Film heißt 12 Strong. Da geht es um die 12 Soldaten, die in einer Mission nach Afghanistan geschickt wurden. Mazar el-Sharif heißt die Stadt, oder? Die jetzt wieder von den Taliban übernommen wurde. Die haben die damals befreit. Ja, das war die erste Schlacht. Und denen wurde dann im Nachhinein ein Denkmal hier gebaut. Und wenn man sich das anschaut, das sind alles Menschen, die ums Leben kamen. Das sind ihre Badges. Dog Tags. Und da schauen wir an, this flag is displayed in honor of all the heroes who made the ultimate sacrifice. Also diese Fahne hier ist für all die Menschen, die ums Leben kamen. Und diese Tags sind in alphabetischer Reihenfolge von 2001 bis zum 01.01.2018. Denn danach war es ja so, dass keine Menschen, Soldaten zumindest, in Angriffen ums Leben kamen, wie das ja auch der Präsident damals verkündet hatte und ganz stolz darauf war. Jetzt müssen wir schauen, was sich tut, wenn der 31. kommt. Also das ist so ein Platz, der ist echt der Hammer. So viele Menschen. Hammer, Hammer, Hammer. All die kamen ums Leben. Und jetzt hoffen wir natürlich drauf, dass es vielleicht auch noch friedlich bleibt für eine Zeit. So, in dem Sinn, sag mal Tschüss und gehen Pizza essen, oder? Big L, Chicago Style Pizza. Instagram. Und ihr hört, es ist laut, ihr hört, es ist nice and loud outside. Es ist super laut, es hat ein A. Let's go inside and check it out. Auf geht's, liebe Leute, machen wir uns rein. Oh mein Gott, it's so loud outside. So, jetzt sind wir in der Pizza. Und hier ist der Peter, ne?
Und da hinten ist die Zoe und der Bill. Winkt mal. Hey, guys. Oh. Hey, Peter, how are you? Hey, Ali. Hi, how are you? It's another day in paradise. Lovely day. Yeah, it's pretty good. Not raining today, so it is a good day. No, actually. Also, der Peter sagt, es regnet heute nicht. So, Peter, how has business been the last couple of months? Wie war's well, you business know, die letzten Monate? It's been, I don't have to tell everybody, it's been a bad year, you know, to speak, you know. But, you know, over the last couple of months, you know, the situation is improving, you know, a little bit. Yeah. We're getting a lot of visitors now in New York. Where we did before, like at the beginning of the year, there really was like nobody visiting too much. Yeah. But now people are coming from all the United States now and from like Indiana and Las Vegas and California. Yeah, yeah. We're getting people now coming here, also which is great. Yeah. And now, you know, we're beginning to get people coming back to work. So, der Peter hat gerade gesagt, am Anfang war es natürlich so vom Jahr, eineinhalb Jahre war es ganz schlimm, aber so langsam, tourists are coming back, ne? Touristen kommen zurück, vor allem amerikanische Touristen. And what's so special about your pizza place? How long has this been here for? How long well, have you, you been know, here? Well, you know, I have to. Dude, this is one of the oldest pizza places in this area. We've been here more than 30 years. Wow, länger als 30 Jahre waren sie hier, and you've got great pizza over there that your brother is baking, right? This is my brother Dom. Why don't you say hello, Dom? It's my brother. Come on, Dom. Right here. Yeah. Good. Move closer to your brother, then we can hear you talking. Because he has got the microphone. So he mixes the meatballs and the chicken cutlets, and we make everything over here by hand. Wow, also die machen alles mit der Hand, ne? Keine Maschinen. Das ist die Pizzeria, wo man hin muss, vor allem wenn man direkt in der Nähe vom 9/11 Memorial ist. So when you're close to the 9/11 Memorial, this is the pizza place you gotta visit at Thames Street. Yeah, this Equitable Building is direct um die Ecke, and these are the men on a mission in a pizza position, so, right? Yeah, because you know this in this area there's not very many family-owned business, you know. Yeah. Like we are family-owned, you know, so we make everything ourselves. Where you go, there's Burger King and McDonald's. I mean, really, it's food, but you know, if you want family food. You come this here. Is the place. You also, wenn ihr Familienessen wollt, dann ist das the place. Big Al's Pizza. Das ist ein Familienbusiness. Die haben super lecker Pizza draußen gesehen. Es gibt hier auch was ganz Leckeres. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal probiert habt. Cannolis. Cannoli, das weiß die Catherine. Ich kann. Ne? Und hier haben wir noch den Bill, ne? Und die Zoe. Hey, habt ihr Spaß, Guys? Yay! Perfect! Hello, my dear. Hello. Oh, there's the next piece of pizza coming, or cannolis. Und da hinten war gerade alles voll. Hey, Zoe, wink nochmal. Hello! Okay, und da bin ich. Liebe Leute, ich bin der Olli von Olli de Tours, der bestbewertete Tourguide in New York City, wenn es um deutschsprachige Touren gibt. Und mein lieber Freund Bill, der ist natürlich auch Tourguide, ne? Mit New York auf Deutsch. Yeah. Und der freut sich auch für euch. Schaut auf seine Webseite. And also, I want to say one thing. We have gone to YouTube, Barstool Sports, Big Al's Pizza, and we have a Henry Winkler was here from Happy Days, the Fonzie. Yeah. You know, was here, give a pizza review, and you can watch that, and it's, you know, it's really, really good. Perfect. Also, schaut auf den YouTube-Kanal. Big, what's it called? Big Barstool Sports. Barstool Sports. Also, Big Al's. Schaut euch an, Barstool Sports, Big Al's. So, die Zoe sagt tschüss, der Olli sagt tschüss. Macht's ganz gut, das war's. Es war super lecker, der Bill sagt tschüss. Und hey, die Ähnlichkeit ist der Wahnsinn, ne? Bill, you just look like the Godfather. Da schauen an, ne? Der Godfather. Liebe Leute, falls ihr es vorhin verpasst habt, wir haben das 9/11 Memorial besucht und hier habt ihr nochmal die Twin Towers, wie es ausschaut, als sie da gestanden waren. Es ist ein Wahnsinn, ne? Also dann, macht's ganz gut. Servus und ciao, sagt der Olli und der Godfather. Für die.